Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück bei Tomb Raider. Beim letzten Mal haben wir das Yara-Secret gefunden. Und wir haben oben noch jede Menge verschlossene Türen. Jetzt, es kann gut sein, dass es die verschlossen bleiben für fürs gesamte Spiel. Wir kommen jetzt auch hier, glaube ich, nicht mehr zurück. Oder? Das würde mich sehr überraschen. Es gibt hier auch keine Blöcke, die man verschieben kann. Ich glaube, hier kommen wir wirklich nicht mehr zurück. Okay, gut, dann würde ich sagen, gucken wir mal, ob wir den ob der Schlüssel da passt, wo ich denke, dass er passt. Und wenn nicht, fängt die Sucherei von neuem los an. Das war jetzt wieder richtig gutes Deutsch. Ich denke, da würde ich direkt eine 1 kriegen von der Lehrerin. Alright. Irgendwie müssen wir noch aufs Dach, meiner Meinung nach. Da hoch. Ich weiß nicht genau wie, aber ich habe das Gefühl, dass es etwas, was wir noch tun müssen, damit wir dann da reinkommen. Aber jetzt gucken wir erstmal, ob wir hier das Ding öffnen können. Wir haben 32 Grids haben wir bereits gefunden. Cabin Key. Was? Echt? Lara. Shit. Cabin Key. Naja, hier unten wird es keine Kabine geben. Das heißt, ich denke, wir machen hier einen kleinen Cut und in der Zwischenzeit renne ich da wieder hoch. Bis gleich. So, da sind wir wieder auf dem allerobersten Deck. Cabin Key. Ich meine, wenn es eine Kabine gäbe, dann müsste die ja hier oben irgendwo sein. Wäre ich der Meinung. Wir mussten sowieso nochmal runter wegen dem grünen Secret, dem Yara-Secret. So, hat's hier irgendwo ein Schlüsselloch? Hat's nicht. Wo zur verdammten Hölle passt dann dieser Cabin Key hin? Wie gesagt, das einzige, die einzige Tür, die ich hier noch kenne, ist die. Und die einzige mit Schlüsselloch ist die ganz unten. Aber da passt das Ding nicht. Jetzt ist die Frage, wo müssen wir hin? Ich meine, wir haben hier relativ viele Decks, die wir noch abklappern können. Es müsste, glaube ich, es müsste doch irgendwie auch eine Möglichkeit geben, von hier aufs Dach zu kommen. Das ist auch sehr suspekt. Aber was will man tun? Weiß nicht, wie wir da hinkommen. Können wir hier hoch? Wir können hier hoch. Bringt uns das was? Vielleicht. Vielleicht. Weiß nicht, ob Lara den Sprung schafft. Nee, schafft sie nicht. Also sie hat überhaupt nicht gesprungen. Dummerweise. Aber hey, was soll's. Tja. Gut, dann gehen wir aufs nächste Deck. Ich glaube nicht, dass hier der Schlüssel ist. Irgendwie kommen wir da hoch. Die Frage ist, ob da...
Ob wir da schon jetzt hochkommen können. Das weiß man halt nie so genau, ne? Alright. Haben wir hier irgendwo ein Schlüsselloch? Ich meine, nein. Hier ist kein Schlüsselloch. Okay. Nächstes Deck. Da waren wir doch auch schon. Da war auch nichts. Das sieht alles so aus, als könnte man da irgendwie hochklettern. Aber ich weiß nicht wie. Vielleicht von hier nochmal gucken. Nee, das klappt nicht. Das klappt so nicht. Alright. Können wir von der Spitze was machen? Wo zur verdammten Hölle passt dieser Cabin Key hin? Das kann doch nicht sein. Hier ist keine Tür. Und auch kein Schlüsselloch. Vielleicht stehe ich auf dem Schlauch. Vielleicht übersehe ich mal wieder was Offensichtliches. Das haben wir schon gemacht. Ich meine, wir können es nochmal machen, aber ich weiß nicht, ob uns das wirklich weiterbringt. Können wir von hier aufs Dach? Das wäre möglich. Das wäre tatsächlich eine Möglichkeit. Das sieht sehr, sehr weit aus. Aber hey, was weiß ich schon. Ich habe das Gefühl, das müsste gehen. Vielleicht von hier. Alright. Gut. Das würde ich sagen, ist Progress. Das speichern wir direkt. Kurz mal gucken, wie weit wir hier runtergehen können. Ich glaube, das ist das Maximum. Tut mir leid, meine Stimme ist momentan ein bisschen lädiert. So, ja, hier bringt's nichts. Wir müssen das hier machen. Dann hier rüberhangeln. Ich weiß jetzt nicht, ob das wieder nur ein Secret Area ist oder ob es hier dann tatsächlich weitergeht. Ich könnte mir vorstellen, dass das hier weitergeht. Weil ich sonst einfach nicht weiß, wo es weitergeht. Aber mal sehen. Es geht hier schon mal weiter hoch. Ich befürchte Gegner. Das sieht mir nicht nach einem Secret aus. Das sieht mir überhaupt nicht nach einem Secret aus. Okidoki. Was überschreiben wir? Wir überschreiben den hier. Ich habe ziemlich, irgendwie ist mein Hals ein bisschen verstopft. Tut mir leid für die Räuspergeräusche. Aber es ist schwierig so zu reden. Ach, direkt zwei. Ja klar, Jungs. Ist richtig. Ach, kommt schon.
Das ist nicht die beste Waffe. Aber es hat geklappt. Wir haben ein großes Medpack. Nice. Das nehmen wir natürlich mit. Hast du auch was? Du hast nichts. Okay, speichern wir die Geschichte. Wir haben zwar relativ viel HP verloren, aber was soll's. Das spielt keine Rolle. Wir haben genügend Medpacks, glaube ich. Das heißt, auch wenn ich jetzt Scheiße spielen sollte, eine Zeit lang, können wir uns relativ lange über Wasser halten. Wir haben auch super viel Munition für unsere Waffen. Okay, okay, ich sehe. Ich sehe, wo das hinführt. Ich habe mir schon gedacht, wann wir hier landen werden. Ich war mir nur nicht sicher, ob es irgendwie ein Secret ist oder tatsächlich gemacht werden muss. So wie es aussieht, muss es gemacht werden. Und nun? Darüber. Das sieht mir nach einer Luke aus. Kommen wir hier wieder hoch? Ich höre was. Wow. Ich glaube, er kommt hier aber nicht hoch, oder? So, nehmen wir anständige Waffen. Speichern wir das? Ich habe nicht geguckt, ob man auf der anderen Seite auch noch rumtouren kann. Okay, den haben wir. Hat nichts gedroppt. Da liegt aber Munition. Könnten die Uzis mal wieder ein bisschen nehmen, oder? 1160, ja. Alright. Die geht auf. Okay, wir sind wieder am Deck. Was ist das für eine Kiste? Ziehen wir die mal. Und bringen sie aus dem Weg. Das heißt, wir können da wieder hoch. Wir kommen wahrscheinlich auch wieder zurück. Das heißt, wir haben jetzt, das hier ist, die Tür ist quasi ein Shortcut. So wie ich das sehe. Und wir haben hier einen Schalter. Der öffnet diese Tür. Ich weiß immer noch nicht, wofür wir den Kabinenschlüssel brauchen, aber ne, finden wir schon raus. Ich will jetzt hier nochmal kurz hoch und schauen, ob wir auf der anderen Seite auch nochmal auf so ein Vordeck springen können. Könnte ja sein. Vielleicht. Allerdings ist dieser Sprung, glaube ich, ein bisschen gewagter. Ja, es sollte eigentlich gehen. Ich denke, das sollte gehen. So, die Frage ist, bringt uns das was? Ach, wir hätten auch einfach hier hinten rumlaufen können, oder? Na, klasse. Gut, da habe ich wieder nicht aufgepasst. Es soll vorkommen. So, wo war die Tür? War, glaube ich, hier drüben. Genau, hier. Uzi raus. Das ist der Kabinenschlüssel. Da liegt was. Das ist M16 Munition. Kann man auch immer brauchen. Der Boden hier sieht ein bisschen merkwürdig aus. Aber das muss nichts heißen. So, dafür brauchen wir den Kaminschlüssel. Speichern wir mal. Es fehlt uns noch ein Secret. Oh, shit.
Das macht die zweite Tür da auf. Okay. Das sind alles Spikes. Gucken wir mal hier. Ist alles voll mit Spikes. Das ist eine absolute Todesfalle. So. Wo ist der? Da ist er. Tschüss. Hast du was gedroppt? Hast du nicht. Schade. Aber okay, ich meine, wir kommen weiter. Ich denke, was wir jetzt tun müssen, ist den Schlüssel zu finden, den wir dann unten brauchen im Endeffekt. Wo der ist, wissen wir aber nicht. Ich höre wieder was. Hier links. Na, das geht gut mit der Uzi. Die Uzis, die machen Damage ohne Ende. Okay, gut. Was haben wir hier? Wir haben eine Kiste. Stopp. Da waren wir schon drin. Hier waren wir nicht drin. Da habe ich mal wieder irgendwie. Habe ich gerade ein bisschen verpeilt. Gucken wir mal kurz, ob auf der anderen Seite irgendwas zu sehen ist. Nein. Warum auch immer man hier oben Schlüssel verstecken sollte, aber wahrscheinlich hier werden wir hier einen finden. Ach Mist, komm. Ah. Zu doof zum Scheißen. Alright. Sehen wir irgendwas? Ich glaube nicht. Dass wir rennen hier entlang. Na, Uzi ist nach vorne. Ich befürchte Gegner, wobei. Oh, hier hoch. Und dann. Was? Das geht nicht. Das muss doch gehen. Oder wir springen einfach erstmal darüber. Und dann von hier. Running Jump ist, glaube ich, sicherer hier an dieser Stelle. Da ist der Schlüssel. Er liegt auf dem Dach. Er liegt einfach so auf dem Dach rum. Haben wir hier sonst noch was? Was irgendwie hilfreich sein könnte? Alright. Dann würde ich sagen, schnappen wir uns den Schlüssel. Aha, was haben wir? Storage Key. Ja, das könnte passen. Zu dem unten. Okay, es fehlt immer noch ein Secret. Aber das muss jetzt nicht zwangsläufig was bedeuten. So, wie kommen wir am besten da am schnellsten ganz nach unten? Hier so. Dann am besten wieder durchs Wasser springen, oder? Würde ich fast sagen. Es kann sein, dass wir das Gold Secret auch irgendwo verpasst haben, oder es kommt noch. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Die Secrets sind eigentlich nicht so gut versteckt jetzt in Tomb Raider 1. Es war wesentlich schwieriger, Secrets in Tomb Raider 1 zu finden, hatte ich das Gefühl. Ich glaube, jetzt haben wir oben auch alles erledigt. Ist jetzt natürlich die Frage, wie lange das Level noch geht.
Aber die Frage können wir so nicht beantworten. Wir haben nichts mehr offen, glaube ich. Abgesehen von der Tür, wo wir jetzt gerade hinrennen. Ach, ja, ich sehe. Der schießt immer noch. Erstes down oder war das schon der zweite? Das war schon der zweite. Die Flammenwerfertypen sind echt fies. Aber gut, wo führt das hin? Storage Key. Ist das schon das Ende des Levels oder geht es noch weiter? Da liegt auf jeden Fall was. Wenn wir das aufnehmen, ist das Level zu Ende, bin ich mir ziemlich sicher. Das heißt, ich gucke mich hier nochmal genau um. Wie hier nicht irgendwas übersehen. Ah, wir haben das Gold Secret verpasst. Ich weiß nicht wo. Aber ich glaube. Soll ich nochmal durchrennen? Ich überlege gerade. Ob ich nochmal gucken soll, ob ich irgendwie was finde. Weil. Es kann hier gar nicht mehr weitergehen. Es gibt nichts, wo wir noch hin könnten. Das hier sieht sehr nach einem speziellen Gegenstand aus. Wenn wir den nehmen, ist das Level zu Ende. Okay, ich würde sagen, ich gucke mich noch mal ein bisschen um. Und dann sehen wir uns gleich hier wieder. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Ich habe es nicht gefunden, das Secret. Ich habe aber kurz nachgeguckt, wo es ist. Es ist, zeige es euch gleich. Ich werde es nicht mitnehmen, weil ich habe mir das nicht verdient. Aber ich wollte euch das einfach zeigen, dass für den Fall, dass ihr das Spiel spielt und das Secret mitnehmen möchtet. Also man muss. Ja, das ist zu weit. Es ist ein bisschen eine tricky Angelegenheit hier, weil ich gerade jetzt nicht mehr so viel HP habe. Ich könnte das wahrscheinlich sowieso. Man muss jetzt hier irgendwie. Hier irgendwie rumrennen. Und dann geht da unten so eine Luke auf. Aber das ist irgendwie. So. Die Luke ist auf. Jetzt kommt da so ein verdammter Typ raus. Also so ein Taucher und dann wäre halt hier das Gold Secret. Ja, wie gesagt, ich werde das jetzt nicht mitnehmen, weil ich habe mir das nicht verdient. Ich habe das nicht selber rausgefunden. Das wäre ein Vorteil, ein unvorteilhafter, ein. Ach, ihr wisst, was ich meine. Naja, auf jeden Fall holen wir uns das Ding hier und. Damit haben wir das Level abgeschlossen. Und ja. Guck mal, was weitergeht.
Irgendwie stürzen Flugzeuge immer in hohen Bergen ab. Und wir sind vollkommen woanders. Also es ist ziemlicher Tapetenwechsel jetzt. Aber meine Lieben, ich würde sagen, wo sind wir überhaupt? Wir sind in den tibetanischen Foothills. Ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle einen Break. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ja, wenn ja, gebt mir doch einen Daumen nach oben oder hinterlasst einen Kommentar. Und vielleicht wollt ihr auch subscriben oder in eins meiner anderen Projekte reinschauen. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut, euer Northgate.